Jabin und Sisera. Nur der Vollständigkeit halber möchte ich noch auf eine interessante Stelle im Alten Testament hinweisen. Wir haben ja oben festgestellt, dass alle prophetischen Linien, die wir für die Zukunft zu erwarten haben, bereits im Alten Testament skizziert sind. Dazu gehört der falsche Prophet, die Endzeitreiche, die beiden Zeugen, die Entrückung und vieles mehr. Auch der Antichrist ist im Alten Testament durchaus zu finden. Und hier wird die ganze Sache interessant. In der Offenbarung steht von einem Weltreich, das war, das nicht ist und wieder sein wird. Das Tier, das du gesehen hast, ist gewesen und ist nicht und wird wiederkommen aus dem Abgrund und wird fahren in die Verdammnis. Und es werden sich verwundern, die auf Erden wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen in dem Buch des Lebens von Anfang der Welt, wenn sie sehen das Tier, das es gewesen ist und nicht ist und da sein wird. Die Bibel sagt also, dass alle, die nicht in dem Buch des Lebens von Anfang der Welt stehen, sich verwundern werden über dieses Tier. Die Verwunderung besteht darin, dass alle Rom erwarten. Nun möchte ich hiermit nicht sagen, dass diejenigen, die der Rom-Theorie folgen, nicht im Buch des Lebens stehen. Aber es ist auffällig, dass eine klare Sicht der Endzeit nur für die möglich ist, die im Buch des Lebens stehen, und zwar geschrieben stehen. Auch hier scheint also wiederum ein deutlicher Bezug auf das geschriebene Wort vorzuliegen. Aber jetzt zu dem Tier. Dieses Tier ist gewesen und ist nicht und wird wiederkommen. Genau das ist der Fall bei Jabin, dem König von Hazor. Wikipedia schreibt hierzu: Nach dem Buch Josua wurde die Stadt Hazor bereits bei der Landnahme der Israeliten unter Josua, dem Sohn Nuns, niedergebrannt und der König Jabin von Josua erschlagen. Doch wird Jabin nochmals im Buch der Richter erwähnt, dessen Berichte zeitlich später angesiedelt sind. Danach soll er, nach dem Tod des Richters Ehud, durch seinen Heerführer Sisera die Israeliten 20 Jahre lang unterdrückt haben. Auf Anraten der Prophetin und Richterin Deborah und in ihrer Begleitung zog Barak mit 1000 Mann auf den Berg Tabor und von dort an den Bach Kishon, wohin Sisera mit 900 Kampfwagen und seinem ganzen Heer ihm entgegengezogen war. Die Truppen der Kanaaniter wurden bis zu ihrem Stützpunkt in Haroshet Goyim verfolgt und vollständig vernichtet. Bei den Kanaanitern handelt es sich eher um einen Verbund von Stadtstaaten als um ein einheitliches Königreich. Da der König und seine Residenz im zweiten Bericht lediglich als Hintergrund dienen, könnte es sich hier um eine Fiktion handeln, um den Anspruch der Autoren des Richterbuchs auf ein israelitisches Königtum zu untermauern. Es scheint eine gewisse Ratlosigkeit über das doppelte Vorkommen Jabins in der Bibel zu herrschen, die auch dem Portal bibelwissenschaft.de nicht unbekannt ist. Das Verhältnis von Josua 11 und Richter 4. Im biblischen Erzählverlauf und somit in der erzählten Zeit um etliche Jahre später begegnet Jabin in Richter 4 als Gegner Israels bei der Schlacht am Bach Kishon wieder. In Richter 4, Vers 17 wird er als König von Hazor bezeichnet. Aufgrund dieser Unklarheit, wie von Jabin, dem König von Hazor, in Richter 4 erzählt werden kann, nachdem in Josua 11 bereits sein Ende beschrieben worden ist, wurden in der exegetischen Forschung unterschiedliche Theorien über das Verhältnis der beiden biblischen Erzählungen und die historische Ereignisabfolge, die dahinter liegen könnte, entwickelt. Dann werden verschiedene Quellen angegeben. Den Thesen von Volkmar Fritz folgend kann aus literarkritischer Sicht und im Vergleich mit dem Deborah-Lied in Richter 5, in dem Jabin nicht genannt wird, die Erwähnung Jabins in Richter 4 als redaktioneller Eintrag gewertet werden. Nun bleibt zu klären, ob die Erzählung aus dem Josua-Buch als Vorlage für Richter 4 gedient haben könnte. Da Josua 11, Vers 1 bis 15, die vollständige Vernichtung Hazors und den Tod Josuas voraussetzt, kann dieser Text nicht als Vorlage angenommen werden, zumal Josua 11 den in Richter 4 getätigten Aussagen über Jabin, den König von Kanaan und König von Hazor, einem Ort der Stärke, widerspricht. Hazor wird in den Mari-Texten aus dem 18. Jahrhundert sowie in den Amana-Briefen aus dem 14. Jahrhundert vor Christus erwähnt, vergleiche Benjamin 596, und ist in der Spätbronzezeit, 1550 bis 1200 vor Christus, als größte Stadt Palästinas ausgewiesen, Bolling 304. Die Größe der Stadt und die mächtige Umwallung können auch in zerstörtem Zustand die Vorstellung von einem besonders mächtigen König bewirkt haben. Demzufolge wird eine mündliche Traditionsbildung, in der die Macht dieses Königs Jabin zum Ausdruck kommt, zunächst für die Eintragung Jabins in Richter 4 angenommen, wo dieser als der bleibende Gegner Israels im Norden eine regionale Stellung erhalten hat. Derselben Funktion entspricht die Rolle Jabins als dem Leiter einer Koalition in Josua 11,
ebenso wie die Bemerkung von Hazor als Haupt aller Königreiche in Josua 11, Vers 10. Aus diesen kurzen Zeilen wird also deutlich, wie sich die Wissenschaft an diesen Versen abarbeitet, ohne ein befriedigendes Ergebnis zu erhalten. Aber vor dem Hintergrund der hier gemachten Auslegung ist es mehr als naheliegend, Jabin mit dem Tier aus der Offenbarung in Verbindung zu bringen, nämlich dass das war und nicht war und wieder sein wird. Sobald man also Jabin im prophetischen Zusammenhang als ein Vorbild für den Antichristen sieht, entstehen frappierende Parallelen. Denn dann könnte sein Feldhauptmann Sisera ein Bild für den falschen Propheten sein. Auch hier wäre also wieder ein unseliges Paar zu konstatieren. Dazu kommt, dass Sisera in einem Ort lebt mit Namen Haroshet Goyim. Die Übersetzung dieses Namens bedeutet nach Abraham Meister Steinplastik oder Holzskulptur der Heiden, also ein heidnisches Standbild. Erinnert das nicht stark an das sprechende Bild aus Offenbarung 13, Vers 15? Diesem Götzenbild gibt der falsche Prophet den Geist, sodass es reden kann. Also ein rechtes, heidnisches Götzenbild, ein Haroshet Goyim. Natürlich ist das eine allegorische Auslegung. Aber die Wissenschaft kommt hier ja ganz offensichtlich auch nicht viel weiter. Im Gegensatz dazu könnten wir eine Linie von Jabin und Sisera bis in die Offenbarung ziehen, was wiederum unsere These bekräftigen würde, dass alle Endzeitereignisse im Alten Testament angelegt sind. Diese Sichtweise birgt aber das Problem für die Wissenschaftler, dass sie in diesem Fall der Prophetie der Bibel glauben müssten, und das ist ihnen zu unwahrscheinlich, als dass sie dem Recht geben könnten. Man möchte geradezu mit dem Psalmisten sagen, ich bin klüger als meine Lehrer, denn ich halte mich an dein Wort. Wir dürfen nicht vergessen, Gottes Wort ist durch seinen Geist inspiriert und wahr. Es wäre töricht, sich hinter einer vermeintlichen Wissenschaftlichkeit zu verstecken und so die Antwort schuldig zu bleiben, während eine allegorische Auslegung derart erstaunliche Bezüge offenbart. Aber hier sei jeder seiner Meinung gewiss. Jabin hat es tatsächlich zweimal gegeben. Wie das möglich war, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber es steht so geschrieben. Auch Antiochos Epiphanes wird es zweimal gegeben haben. Einmal gab es ihn im 2. Jahrhundert vor Christus und dann gibt es ihn wieder in der Endzeit. Denn nur so kann seine Beschreibung in Daniel 11, Vers 36 bis 45 eingeordnet werden. Gleiches gilt für Jabin.